Zeitstempel in YouTube-Kommentaren. Mein Name ist Gerald, ich bin der Neulandnutzer von GeroWeb und hier im Kanal geht es um Video-Marketing, Business und aktuell und mit Zeitstempel in YouTube-Kommentaren, also um Video. Ich werde am Ende noch einen Trick verraten, wie man als Creator viel, auf eine andere Art noch diese Zeitstempel erzeugen kann, wo ich durch Zufall drauf gekommen bin. Aber erstmal will ich das Ganze erstmal erklären, was das ist und wie das geht. Machst du selber auch YouTube-Videos? Dann lass vielleicht mal einen Kommentar da oder vielleicht auch deinen Kanal mit reinschreiben, wo du deine Videos veröffentlichst. Würde mich mal interessieren, guck ich mal an. Wenn du ein Video teilst, das kennst du, das kennt eigentlich jeder, der Videos schon mal geteilt hat und das Video hat schon angefangen. Also nicht vorne, sondern du bist mittendrin und sagst, das soll jemand sehen, teilen. Dann kriegst du so ein kleines Feld, wo dann steht, ab dieser Zeit teilen. Und du das anklickst und dann dir das Teilen-URL kopierst. Egal, wo du die dann hingibst, ob sie per E-Mail schickst, ob sie irgendwo veröffentlichst oder was auch immer. Wenn jemand den Link von dir dann anklickt, dann landet der exakt genau an der Stelle. Das ist jetzt immer, ich sag mal, du hast jetzt irgendein lustiges Video, wo was ganz extrem Lustiges passiert, ist aber 6 Minuten lang und du willst deinen Freunden das nicht zumuten, dann sagst du teilen an Stelle so und so und dann wird es an der Stelle geteilt und alle, die es anklicken, sehen genau die lustige Stelle. Das funktioniert aber eben nicht nur in der URL zum Teilen, sondern auch in den Kommentaren. Das bedeutet, wenn du ein Video dir angeschaut hast und sagst, okay, da ist was, das habe ich überhaupt nicht kapiert, dann müsstest du es normal hingehen und sagen, du, da wo du das und das sagst und darüber redest, da habe ich das und das nicht verstanden. Du kannst es aber auch einfach machen und kannst sagen, bei Beispiel Minute 3:25 habe ich das und das nicht verstanden, kannst du mir das nochmal erklären. Dann gibst du bei Minute, schreibst du 0:03:25 habe ich, zack, zack. Wenn du das Kommentar abgeschickt hast, dann ist hinter diese Zeit anklickbar und man landet auch genau an der Stelle. Das heißt, derjenige, der das Video gemacht hat, mit dem du ja das mitteilen willst oder von dem du ja was wissen willst, der weiß sofort, wovon du redest. Also der muss nicht überlegen, wo habe ich denn was gesagt, sondern der springt dahin und weiß sofort und kann auf deinen Kommentar sofort viel besser antworten. Das ist die eine Möglichkeit. Und kannst natürlich auch mit tollen Sachen machen. Also wenn du zum Beispiel ein Video hast und dann ist ein ganz normales Haushaltsvideo und mit drin passiert was Lustiges, kannst du natürlich in den Kommentaren reinschreiben, ey, yo, geil, Alter, bei 3:47 ist ja super. Ne? Dann weiß auch jeder, der den Kommentar sieht, was meint er denn? Das findet er denn toll. Man kann sich einfacher über die Inhalte unterhalten, ohne sie beschreiben zu müssen, weil man einfach die Sprungmarken hat. Das finde ich schon mal sehr geschmeidig. Das ist schon mal schön. Jetzt kommt aber der Faktor, und dann gehen wir jetzt in den Creator-Mode, also die Leute, die Videos machen. Das ist auch hilfreich, generell diese Sprungmarken drin zu haben, also diese Zeitstempel im YouTube. Und zwar im Beschreibungstext machst du das in der Regel. Wie gesagt, hinterher kommt noch ein anderer Tipp. Im Beschreibung solltest du als erstes die Headline, dann eine URL mit HTTPS oder wie auch immer. Darunter Leerzeile und dann fängst du sofort mit der Beschreibung der Inhalte an über einen Zeitstempel. Das heißt, du gibst dann 00:00, schreibst Start dahinter. Dann passiert irgendwie später was, schreibst wieder, was passiert. Nochmal was, schreibst wieder, was passiert. So, also ich weiß schon, da sagen einige bestimmt, oh, meine Watchtime geht in die Knie, wenn die sich nur die entsprechenden Stellen angucken, sage ich gleich was zu. Faktor 1 ist erstmal, du schreibst also einfach das, was die Highlights sozusagen, das Wichtigste, was du übermitteln willst, schreibst du rein. Ob das gute Szenen sind, ob das besondere lustige Sachen sind, ob das besondere Aussagen sind, whatever. Du schreibst halt einfach die rein mit der Zeit davor. So, und dann hat jeder, der das Video hinterher sieht, hat die Möglichkeit, in deinem Beschreibungstext jede Stelle anzuspringen. Der kann also, wenn das Video 45 Minuten ist und du hast in was weiß ich, Minute 30 dir ein Glas Wasser umgefallen, dann kannst du 30:00 reinschreiben, Glas Wasser umgefallen, dann kann sich jemand genau die Stelle angucken. So, und jetzt will ich nochmal auf die Watchtime eingehen. Da sagen nämlich viele, ja, ich brauche da Watchtime, also sie müssen ja, viele Zuschauer sollten ja möglichst lange im Video bleiben. Da redet man jetzt aber von 1, 2, 3, 4 Minuten, 5 Minuten Videos, wenn die länger werden. Je länger die werden, umso schwieriger wird es, die Leute als Zuschauer dabei zu behalten. Dann musst du also irgendwie noch einen anderen Mehrwert bieten. Und es ist so, angenommen, du hast nur 3 verschiedene Interessen. Du hast 3 spezielle, ganz spezielle Aussagen in deinem Video. Das ist meinetwegen 45 Minuten lang. Jetzt hast du 3 Sachen, die sind ganz wichtig. Angenommen, jemand interessiert sich für den ersten Teil. Dann wird er das Video anfangen zu gucken. Erster Teil ist rum. Zweite interessiert ihn nicht. Er ist weg. Gut, ist ja kein Thema. Jetzt hast du aber die Masse der Leute, die interessiert sich meinetwegen für den zweiten oder dritten Teil. Die fangen mit dem ersten an und sind weg, weil der sie nicht interessiert. Das heißt, du wirst wenige Leute haben, die sich dieses ganze Video angucken.
Während mit Sprungbefehl ganz viele Leute sich genau gezielt die Informationen holen, die sie haben wollen. Und damit wird dein Video beliebter, damit wird dein Kanal beliebter, weil du beliebte Inhalte lieferst. Und es kommt ja noch der Effekt dazu, wenn du jetzt was hast, was wissenschaftlich ist oder im Businessbereich ist etc., wirklich interessante Themen, dann hast du zum Beispiel Highlight, wir haben das mit Firmen, da machst du irgendwie, stellst irgendein Produkt vor oder eine Maschine vor und mittendrin passiert irgendwas und schreibst so, ist umgefallen oder abgefackelt oder irgendwas, mittendrin. Dann wirst du darüber erstmal ganz viele anziehen, weil die sich nur das angucken wollen. Aber wenn das Unternehmen sind, dann sagen, oh, das finde ich interessant, was machen die denn sonst noch? Und dann fangen die das Video von vorne an. Das heißt, das ist dann Aufhänger für dich. Also bitte verzichte nicht auf diese Zeitstempel, auf diese Sprungmarken, wenn die Videos länger sind. Das musst du nicht bei jedem Video machen und wenn da auch keine echten Highlights sind, kannst du ja auch sonst was beschreiben. Also beschreib einfach nur, was man in dem Video erwarten kann, was man sehen kann. So, und jetzt komme ich zu dem Tipp, den ich eingangs gesagt habe. Da bin ich per Zufall drauf, wirklich durch Zufall drauf gestolpert. Habe ich auch noch nirgendwo gesehen, dass es jemand geschrieben hat oder gesehen hat. Das ist YouTube's KI, YouTube's Künstliche Intelligenz. Und zwar habe ich für einen Kunden recherchiert, was es denn so zu einem bestimmten Thema für Videos in Google schon gibt. Also nicht in YouTube, das kann ja jeder, sondern in Google. Wir sind nämlich mit dem Kunden jetzt schon mit 5 oder 6 Fachbegriffen in Google Top gelistet und dachte ich, welche Fachbegriffe gibt es noch, wo wir auch mit rein könnten. Und dann habe ich die recherchiert und da habe ich einen gefunden, wo es ein Video gab oder sogar 2 oder so. Hab den gefunden, gab es Videos. So. Und jetzt war der Punkt aber der, ich habe mir das angeguckt, da gibt es ja schon eins mit Sprungbefehlen. Was ja nochmal besser ist, weil nämlich in Google diese Sprungbefehle auch wieder als Keywords benutzt werden. Ne? Dran denken. So, dachte ich mir, boah, der hat alles richtig gemacht. Guck das Video, ich denke, was ist das denn für eine alte Kamelle? Die war von 2012. Ich dachte, okay, da war jemand aber schlau und hat seine uralte Kamelle aktualisiert, indem man die Sprungbefehle einfach mit den oder die Zeitstempel einfach eingegeben hat. Nee, haben die nicht. Haben die nicht getan. Ich habe nachgeguckt. Nein, da war nicht ein einziger Zeitstempel drin. Trotzdem waren in dem Video auf Google, auf der Ergebnisseite, waren da 2 oder 3 Sprungbefehle, wo ich hinspringen konnte. Und auch bei den neuen YouTube, du kennst das vielleicht schon, da sind unten der Balken wird ein bisschen dicker, da gibt es so Trenner drin. Auch da konnte ich in dem Video schon die Zeitstempel anspringen. Aber wo kamen die her? Ich bin also hin, habe mal den ersten angesprungen, 1 Minute noch was, bang. Und siehe da, da war wie ganz, 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 ganz früher im Fernsehen oder beim Bildungs-TV oder in der Schule, gab es Kapitel. Kapitel 1, weißes Blatt, fette Headline, ganz dicke Überschrift. Und das hat Google gelesen. Google KI hat es gelesen und hat das als Sprungmarke reingesetzt. Ja, habe ich auch erst nicht geglaubt. Bin dann raus, habe mir die zweite Sprungmarke angeguckt. Und siehe da, wieder Kapitel, weißes Blatt oder weiße Wand, fette Headline rein. Genau die hat YouTube gelesen und als Sprungmarke reingesetzt. Es waren zwar noch 1 oder 2 andere weiße Tafeln da, aber da habe ich schon gesehen, was da als Headline stand, war nicht so zu dem Thema des Videos relevant. Und das muss man auch sich mal vorstellen. Da hat YouTube eben keine Sprungbefehle reingesetzt, weil YouTube aus den Titeln nicht ableiten konnte, welche Relevanz die für das Video haben. Also so schlau ist YouTube schon. Und das ist jetzt halt der Trick, den ich mitgeben kann. Kann der eine oder andere ja mal probieren. Also gerade wenn ihr längere Videos habt und die ohnehin in Kapitel unterteilen müsst, dann macht es ziemlich oldschool-mäßig. Kann man ja vielleicht noch mit ein bisschen Animation oder Trick vorweg oder sonst was machen. Aber dann macht einfach / Headline. Kapitel unterteilen. Gleich kommt wusch, Headline. So, und wenn du das gemacht hast und hast dann 5, 6 Headlines im Video drin, lad das mal hoch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass YouTube das erkennen wird und wird dann diese Sprungmarken, diese Zeitstempel übernehmen. Spart man sich die Arbeit, das hinterher nochmal zu machen, weil auch für einen Zuschauer, wenn es längere Themen sind, wenn es keine Unterhaltung oder Musikvideo ist, ist auch für andere Zuschauer ja immer interessant zu sehen, aha, an welcher Stelle passiert was. Das war es jetzt an der Stelle jetzt aber erstmal zu Zeitstempel in YouTube, Kommentaren. Kommentar ist das eine. Teilen, nächste Zeitstempel, dritte ist halt in den Beschreibungstext und die vierte Option ist eben halt die, das über Kapitelmarker im Video zu machen. Und ja, ich habe noch mal ein anderes zu YouTube, weil die sich gerade einen ganz großen Klops geleistet haben, aber dazu komme ich beim nächsten Mal. Wenn du es nicht verpassen willst, Abo ist schön, ne? Glocke läuten, dann wirst du benachrichtigt. Ansonsten wünsche ich dir noch einen geschmeidigen Tag. Bis bald erstmal. Vielen Dank und ciao.